So, heute werden wir uns mit Akkorden befassen und weil wir ja Keyboarder sind, fangen wir mit C-Dur an. Also nur weiße Tasten. Das eine ist immer die Tonart, in der das Lied ist. Das wäre in diesem Fall C-Dur und das andere sind die Akkorde. Da ist der C-Dur-Akkord in diesem Fall halt auch dabei. Das darf man dann nicht verwechseln. Und ich zeige euch, welche Akkorde man in C-Dur, ohne aus der Tonart zu gehen, alle verwenden kann. Und da fangen wir natürlich bei dem Akkord C-Dur an. Wir haben den Grundton, die Terz und die Quinte. Das ist ein Dreiklang. Dreiklänge sehen auch quasi immer so aus. Jede zweite Taste. Das wäre der C-Dur-Akkord. Jetzt verschieben wir alle Tasten eins höher. Das ist der D-Moll-Akkord. Gehört auch in die Tonart C-Dur. Noch eins höher. E-Moll. F-Dur. G-Dur. A-Moll. Und H halb vermindert. Das sind also die sieben Akkorde, die zu der Tonart C-Dur gehören. Jetzt können wir in einem Lied diese Akkorde beliebig mischen. Und schon haben wir eine Komposition, noch ohne Melodie. Mit der linken Hand spielen wir einfach mal den Grundton des jeweiligen Akkords dazu. Also bei C-Dur das C und bei D-Moll das D. Und jetzt spiele ich einfach mal eine Akkordfolge aus C-Dur, die sehr, sehr häufig verwendet wurde für Hits. Das waren die Akkorde C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur. Und vielleicht fällt euch dazu auch ein Lied ein. Wenn wir das jetzt in der Band spielen, können wir die Akkorde einfach so hinlegen oder wir machen noch einen Rhythmus draus. Also ganz einfach. Vier Akkorde, das haben wir oft so bei Pop- und Rocknummern, mit der entsprechenden Idee an der Gitarre oder an der Melodie des Gesangs wird's ein Hit. Hatten wir sehr oft mit diesen vier Akkorden. Okay, und jetzt können wir diese Akkorde nicht immer zusammenspielen oder ein Rhythmuspattern draus machen. Wir können auch die Töne nacheinander spielen. Wenn wir das mit beiden Händen machen, dann haben wir fast schon ein eigenes Lied. Man nennt das Akkorde brechen. Auch das kann man in der Band fantastisch benutzen für eine Begleitung. Vielleicht nicht immer von unten nach oben, vielleicht auch mal kreuz und quer. Und in den Sequencern und anderen Programmen oder auch in Softwareinstrumenten findet ihr das unter Arpeggiator. Da werden die Töne, die ihr spielt, also die Akkordtöne eines Dreiklangs zum Beispiel, werden gebrochen in einer beliebigen Reihenfolge und in einem bestimmten Rhythmus gespielt. Und am besten probiert ihr ganz viel mit diesen sieben Akkorden in C-Dur herum, damit ihr die wirklich kennenlernt und auf Abruf bereit habt. Und dann könnt ihr damit rumexperimentieren während des Songs. Okay, viel Spaß, bis zum nächsten Tutorial. Bye!